Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch mal wieder über das Thema Abnehmen reden, weil wie ihr seht, es hat sich zwar ein wenig jetzt was getan, aber es ist noch nicht so, wie ich das haben möchte. Und ich möchte euch so ein bisschen meine Erfahrungen einfach mitteilen, weil ich habe ja auch schon einiges ausprobiert, so wie alle Frauen wahrscheinlich auf der Welt so ungefähr. Und ich möchte euch sagen, wobei ich jetzt bin. Und zwar, ich habe schon Low Carb Diät probiert. Ich habe Trennkost probiert. Ich habe, also im Grunde alles in die Richtung. Dann habe ich ja High Carb gemacht. Das habt ihr ja live mitverfolgen können auf YouTube. Bin davon aber auch wieder ein Stück weit weggekommen. Nicht, weil es mir nicht gut getan hat. Das wisst ihr auch. Es hat mir gut getan. Und auch nicht, weil es nicht geschmeckt hat oder weil es zu aufwendig war oder sonstiges, sondern ich hatte ja, es hat mich nicht, das Essen, das war nicht genug. Das war, ja, es war süß, das stimmt. Ich hatte auch keine Heißhungerattacken, das stimmt auch. Aber es war nicht genug. Ich bin nach dem Essen, jetzt klingt es vielleicht blöd, aber das Essen hat mich nicht befriedigt. Ich habe gegessen und es war okay und ich war auch satt. Aber ich war danach nicht glücklich irgendwie. Ich habe mich danach nicht. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, aber es hat einfach noch so ein Quäntchen gefehlt. Und dann habe ich euch ja auch erzählt in dem Video, warum ich so viel zugenommen habe. Das kann ich euch auch nochmal verlinken. Warum ich so viel zugenommen hatte. Und zwar hatte ich genau in der Zeit, wo ich High Carb gemacht habe, auch eine Menge Stress in der Arbeit. Es ging sogar so weit, dass ich fast beschlossen hätte, den Beruf, den ich mache, an den Nagel zu hängen, weil mir alle meine Chefs gesagt haben, dass ich es nicht kann. Und nach 9 Jahren habe ich es irgendwann mal fast geglaubt. Ich habe dann nochmal Stelle gewechselt, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe und bin jetzt an der Stelle, wo es gut läuft, wo meine Arbeit geschätzt wird, wo ich als Mensch geschätzt werde. Und ich merke einfach allein dadurch kann ich mich anders ernähren. Und ich komme da jetzt gleich drauf. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Also nicht wundern, ich gucke da auch einfach mal ab und zu drauf. Und zwar habe ich das Buch gefunden, Intuitiv Essen. Da werde ich mal gucken, ob ich euch vielleicht irgendwo hier ein Bild einblenden kann oder sowas. Es ist ein pinkes Buch, das heißt aber nicht Intuitiv Essen, das heißt Intuitiv Abnehmen, glaube ich. Und das habe ich mir durchgelesen und ich habe nicht viele Seiten gebraucht, um das Prinzip zu verstehen. Und genau dieses Prinzip hat mir gefehlt. Ich habe mir in der letzten Arbeit das Fressen angewöhnt. High Carb, schön und gut, viel Essen, schön und gut. Aber ich bin einfach immer dicker geworden. Durch den Stress und durch das viele Essen. Und ich habe irgendwann Angst vorm Hungergefühl gekriegt, weil ich durfte da auch nur in meiner Pause was essen. Das heißt, ich hatte wirklich große Pausen zwischen meinen Mahlzeiten. Und habe, wie gesagt, einfach Angst davor gekriegt und habe nicht mehr gegessen. Ich habe gefressen. Ich hatte kein Sättigungsgefühl mehr. Ich habe eigentlich aufgehört, wenn mir der Bauch richtig wehgetan hat. Also, ergo, ich habe eigentlich viel zu viele Kalorien zu mir genommen. Jetzt in dem Buch Intuitiv Abnehmen geht es nicht darum, eine Diät zu verfolgen, sondern diese ganzen Diäten mal aus dem Kopf zu streichen. Aus dem Kopf zu streichen, dass man keine Schokolade essen darf oder das Semmeln dick machen oder das Milch dick macht oder was auch immer ihr esst. Streicht es alles aus dem Kopf. Hört auf euch. Und lustigerweise, das geht. Ich dachte erst am Anfang, das kann überhaupt nicht sein. Aber dann habe ich auf mich gehört. Worauf habe ich denn Lust? Worauf habe ich Hunger? Und da kam dann kein Marmeladenbrot, da kam keine Tafel Schokolade, sondern da kam eine Gemüsepfanne. Ich hatte Lust auf Gemüsepfannen, ich hatte Lust auf Gemüsesuppen, ich hatte Lust auf leichtes Essen. Ich hatte Lust, zwar schon kohlenhydratreich, aber ich habe das Fett nicht komplett weggelassen. Weil das wieder eine Beschränkung ist, das wird auch in dem Buch besprochen, die man als in Anführungsstrichen Diät interpretieren könnte und die einem eigentlich auf das Lust macht, was man sich verbietet. Und wenn man sich nichts verbietet, dann hat man, also zumindest geht es mir so, ich habe auch keinen Heißhunger. Wenn ich Lust habe auf eine Tafel Schokolade, oder nicht auf eine Tafel, auf ein Stück Schokolade, weil eine Tafel schaffe ich gar nicht mehr, dann esse ich ein Stück Schokolade. Aber danach sage ich mir nicht, oh Gott, ich habe Schokolade gegessen, ich werde jetzt wieder dick. Sondern dann ist es halt einfach so, ich habe es jetzt gegessen und das hat mir gut getan, ich habe sie genossen und damit ist das Thema dann auch erledigt.
Also auch dieses schlechte Gewissen fällt irgendwo weg. Und lustigerweise, ich mag im Moment kein Obst. Ich mag im Moment eigentlich wenig Süßigkeiten. Das ist mir alles zu süß. Ich bin im Moment eher so auf dem Gemüsetrip sozusagen. Ich esse viel Gemüse. Ich esse viel Brot, Reis, Nudeln. Das esse ich viel. Aber nichts Süßes im Moment. Darauf habe ich gar keine Lust. Und das ist was Interessantes. Das hat sich jetzt eben erst rauskristallisiert, als ich mit dem intuitiv abnehmen Buch sozusagen angefangen habe, mein Essverhalten umzustellen. Genau. Da ist es auch so, man soll essen, bis man angenehm voll ist. Also dieses Sättigungsgefühl wieder wahrnehmen lernen, was ja einige auch einfach zum Beispiel verloren haben. Und meine Portionen sind kleiner. Das ist wirklich so. Ich esse bei weitem nicht mehr so viel, wie ich zu Low Carb, High Carb, was auch immer für eine Diätzeit oder auch gar keiner Diätzeit, wo ich auch zugenommen habe, natürlich, gegessen habe. Meine Portionen sind klein. Ich bin dann aber auch satt und das für mehrere Stunden. Also es ist nicht so, dass ich jetzt so ein Fitzelchen, weiß ich nicht, was esse und dann sage ich nach einer Stunde, oh, ich habe irgendwie wieder Hunger. Nee, ich bin 3, 4, 5 Stunden satt, je nachdem, was ich esse. Und das muss ich sagen, ist echt genial. Genau, ich habe mir hier nochmal aufgeschrieben mit einem Ausrufezeichen. Bei diesem was auch immer, Essensstil, gibt es keine Verbote. Ihr dürft alles essen. Was ich mir jetzt natürlich ein Stück weit verbiete, einfach wegen meiner Gesundheit und wegen der Ethik, sind natürlich die Tierprodukte. Aber ich muss sagen, darauf habe ich auch gar keine Lust. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag da sitze und mir denke, oh, ich will Würstel, oh, ich will was auch immer. Nee, so ist es nicht. Sondern ich habe ja die Ersatzprodukte. Wenn alle Stricke reißen und ich wirklich Lust drauf habe, dann gibt es halt mal vegane Rostbratwürstel in der Semmel oder so. Und dann ist auch wieder gut. Genau, man muss den Genuss wieder ein Stück weit lernen und dass man langsam isst, weil erst nach einiger Zeit, ich glaube, es sind so 20 Minuten, da merkt der Bauch oder der Magen einfach, wann er voll ist. Und wenn man natürlich in den 20 Minuten jetzt 3 Kilo Burger reinschlingt, ja, dann ist man eigentlich schon nach 5 Minuten satt und der Körper hat noch gar keine Zeit gehabt, es überhaupt zu realisieren. Also langsam essen, genussvoll essen. Ihr werdet auch merken, danach geht's euch gut, danach seid ihr glücklich. Und das hat mir eben immer gefehlt bis jetzt. Dann, was ich noch gemacht habe, ich habe eine Zeit lang sowas getrunken wie Spezi, Limo, bin dann schon auf Apfelschorle umgeschwenkt, weil das meiner Meinung nach besser war. Jetzt bin ich auf Tee umgeschwenkt, weil Wasser ist mir zu langweilig. Ich kriege keinen Liter Wasser runter, weil das motiviert mich gar nicht zum Trinken, sondern ich habe diesen Frio-Tee. Das ist der Tee, den man in kaltes Wasser hängen kann. Den habe ich mir jetzt besorgt und ich muss sagen, das gibt dem Wasser Geschmack und das trinke ich genauso wie die anderen. Also ich habe immer noch eine relativ hohe Trinkmenge am Tag, einfach weil es nicht langweilig schmeckt. Da gibt es 4 Sorten: Himbeere mit, ich glaube, Zitrone, Erdbeere mit Orange, dann irgendwas mit Limette. Und Minze, glaube ich, und irgendwas mit Apfel. Ich weiß nicht genau. Es schmeckt wirklich, es schmeckt hervorragend und hat ja eigentlich, es hat ja keine Kalorien. Vor allem, es ist gesüßt mit Stevia, glaube ich. Also es hat auch eine leichte Süße, aber es hat einfach keine Kalorien und das merke ich, muss ich ehrlich sagen. Genau, dann habe ich mir noch so als Tipp aufgeschrieben, wenig Süßes einfach schon im Haus haben. Also nicht diese Berge und Schränke voll mit Süßkram, sondern einfach gemäßigt, dass ihr wenig im Haus habt. Habt es aber ein Stück weit im Haus, weil ihr sollt euch ja nichts verbieten. Und wenn ihr Lust drauf habt, dann esst ein bisschen was. Dann mache ich mal wieder Sport. Also jetzt schon seit 3 Monaten, 2 Monaten, irgendwie so. Da ist mein Tipp, der Sport muss Spaß machen. Ich habe es mal probiert mit Joggen gehen, aber das ist für mich so langweilig, da bleibe ich keine Woche dabei. Jetzt bin ich bei High-Intensity-Interval-Trainings angekommen. Die dauern nur ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Und da habe ich den YouTube-Kanal Bodykiss für alle Frauen, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Die Anne ist eine total liebe und die macht es total gut vor. Und da bin ich jetzt gerade eingestiegen in dieses 12-Wochen-Programm. Das hat sie zwar schon vor einiger Zeit hochgeladen, aber es ist für mich als Sportanfänger sozusagen wirklich gut. Ich komme mit. Ich bin jetzt gerade beim zweiten Workout dort, also in der zweiten Woche. Ich komme gut mit und ich habe jetzt letzte Woche angefangen zu messen.
Und ich habe schon, also ich wiege mich nicht mehr, ich messe, einfach um zu gucken, ob ich überhaupt einen Erfolg habe. Weil nur so mit Kleidung, ich trage relativ bequeme Sachen und dann merke ich das nicht so, wie viel ich abnehme. Und eine Zeit lang hat mir die Motivation so ein bisschen gefehlt und dann habe ich gesagt, okay, ich greife zum Maßband, einfach um zu gucken und um motiviert zu bleiben, ob ich überhaupt abnehme. Und ja, ich nehme ab, obwohl ich mir nichts verbiete. Wie gesagt, ich verbiete mir keine Schokolade, ich verbiete mir keine Gummibärchen, ich verbiete mir kein weißes Brot, ich verbiete mir mal kein Spezi. Wenn ich Spezi will, dann trinke ich Spezi, dann ist es so. Und obwohl ich eben die ganzen Sachen esse und trinke, wo man immer sagt, oh Gott, mach das nicht, du wirst dick, werde ich es nicht. Weil im Grunde habe ich doch eine relativ gute Kalorienbilanz mit dem Sport, der natürlich auch was verbrennt. Dann radel ich jeden Tag in die Arbeit und natürlich auch wieder nach Hause, klar. Das ist auch sowas, einfach ein bisschen mehr Sport in den Alltag integrieren, Treppen steigen oder wie gesagt in die Arbeit radeln oder pff, gibt ja ganz viel, ein bisschen zu Fuß laufen, was auch immer. Genau, dann mit dem Sport, von wegen muss Spaß machen. Für den einen ist das Fitnessstudio, wo er stumpf an irgendwelchen Maschinen Kraftsport macht. Für den anderen ist es ein Mannschaftssport, weil er einfach sagt, ach, da warten Leute auf mich, das motiviert mich. Und für den anderen ist es der Sport daheim. Ich muss sagen, ich mache den Sport daheim eher, wie wenn ich irgendwo hinfahren muss. Weil bei mir ist es so, ich kann mich eher motivieren, wenn ich sage, jetzt passt es in meinen Tagesablauf und jetzt fange ich an. Und nicht, jetzt passt es in meinen Tagesablauf, aber ich muss noch eine halbe Stunde hinfahren und dann trainieren und eine halbe Stunde zurück und dann ist es eigentlich schon wieder viel zu spät. Muss aber jeder selber wissen. Dann müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren und ein bisschen. Ja, vielleicht auch mal von Freunden mitnehmen lassen, wenn die einen Sport gefunden haben, das angucken und dann einfach mal gucken. Aber Sport ist wirklich wichtig und man fühlt sich viel stärker hinterher. Also ich mache es ja noch nicht lange und trotzdem merke ich einfach, dass ich aufrechter gehe, aufrechter sitze. In der Arbeit mit den Kindern kann ich viel mehr mithalten mit den Kindern. Ich bin eben auch ein bisschen ausdauernder oder ich kann sie auch mal hochheben im Spaß und in der Gaudi. Und ich bin mit den Kindern Schlitten gefahren und die fanden das so geil, weil ich mit denen wirklich, ich habe mir auch so einen Poporutscher geschnappt und bin mit denen den Hang runter und dann wieder rauf. Da hatte ich meinen Sport im Grunde für den Tag. Die Kinder hatten eine Mordsgaudi und ich auch. Genau, das zum Thema Sport. Ich bin jetzt etwas geschwiffen. Was ich auch mache, ich WhatsAppe mit meiner besten Freundin. Und zwar so ein bisschen, was haben wir gegessen den Tag, wie viel Sport haben wir gemacht, haben wir abgenommen, was waren gute Erfahrungen, was lief nicht so gut. Einfach so ein bisschen im Austausch bleiben. Sie motiviert mich wahnsinnig, weil ich einfach weiß, ach, jetzt kriege ich dann wieder bald eine Nachricht und da steht dann drin, vielleicht auch Rezeptideen, die ich einfach veganisieren kann oder sowas. Oder auch so dieses, ach, was hat sie denn heute an Sport gemacht und so. Und muss ich sagen, das funktioniert super. Liebe Maren, ich nenne dich jetzt ja namentlich. Vielen Dank dafür, das tut mir wirklich gut. Genau, was glaube ich die schwierigste aller Aufgaben ist. Nehmt euch so an, wie ihr seid. Ihr seid jetzt schon in Ordnung. Auch wenn ihr sagt, und der Bauch und der Hintern und alles ist zu dick und ich fühle mich unwohl. Ihr seid jetzt schon gut. Und je eher ihr euch annehmt und je eher zufrieden seid und wie gesagt auch glücklich seid, weil das ist wirklich das A und O, umso eher nehmt ihr ab und umso schneller geht's auch. Wirklich. Ist so. Genau, dann natürlich genug schlafen, auf jeden Fall. Also keine 3 Stunden und dann sagen, ach ja, pff, egal, passt schon. Sondern je mehr ihr schlaft, umso eher seid ihr ausgeruht, umso eher kann sich der Körper regenerieren. Und auch in der Schlafphase baut ihr ja Fett ab. Es ist ja nicht so, dass es nur ist, wenn ihr aktiv und wach seid, sondern ihr macht es auch in der Nacht. Genau, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, ich habe meine ganzen Punkte gesagt. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen geholfen. Ich muss sagen, es funktioniert für mich super, weil wenn ich mir irgendetwas verbiete, dann klappt es irgendwie gar nicht mehr. Und das habe ich eben bei meiner besten Freundin auch festgestellt. Die macht das jetzt auch nach dem Prinzip, wie ich mit diesem intuitiv abnehmen und hat ein bisschen Bewegung nebenbei.
Und sie hat auch schon Erfolge. Ist nicht so, als würde nichts passieren. Vor allem, sie hat schon ziemlich große Erfolge gemacht. Bin ich auch ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Aber natürlich auch glücklich. Ich meine, es ist meine beste Freundin und wenn es ihr gut geht, geht es mir gut, ist klar. Und ja, für jeden, für den Diäten einfach nichts mehr sind, der keine Lust mehr hat auf eine Diät, versucht es mal so. Es dauert zwar etwas länger, aber ihr kommt ans Ziel und ihr kommt glücklich ans Ziel, ohne euch zu peinigen, ohne Hunger zu haben, ohne schlechte Laune, sondern es geht eigentlich ganz einfach. Ihr seid glücklich, ihr tut ein bisschen was, ihr esst ordentlich, ihr verbietet euch nichts und gut. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.